In der kommenden halben Stunde geht es bei uns um den gestrigen Impfgipfel von Bund und Ländern und die Reaktionen darauf. Außerdem schauen wir auf die für heute angekündigte wahrscheinliche Freigabe des BioNTech-Pfizer-Impfstoffes für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren durch die Europäische Arzneimittelbehörde EMA. Schon gestern hat der Impfgipfel den Weg ja freigemacht zur Impfung in dieser Altersgruppe, sollte der Impfstoff wie von vielen erwartet zugelassen werden. Die Hoffnung, wenn Kinder und Jugendliche sich impfen lassen können, dann kehrt vor allem in den Schulen der Alltag zurück. Monatelanges Homeschooling. Von ihrem normalen Leben sind Kinder und Jugendliche immer noch weit entfernt. Alle ab 12 Jahre dürfen sich nun aber bald impfen lassen, wenn sie und ihre Eltern es möchten. Schule hängt nicht von der Frage des Geimpftseins ab. Es soll auch kein indirekter Zwang entstehen für Eltern. Wir haben keine Impfpflicht. Wir haben auch in der Schule keine Impfpflicht. Und dieser Eindruck darf nicht entstehen. Oder der Eindruck, ich kann nur Urlaub machen, wenn ich ein geimpftes Kind habe. Das wäre vollkommen falsch. Wie alle anderen jetzt schon, müssen sich aber auch jugendliche Impfwillige um einen Termin bemühen. Ein extra Impfstoffkontingent für sie wird es nicht geben. Das war, glaube ich, der entscheidende Punkt, der in den letzten Wochen vielleicht das ein oder andere Mal etwas schief rübergekommen ist. Wenn einige dachten, jetzt gibt es für die Kinder und Jugendlichen mit zusätzlichen Impfstofflieferungen auch noch mal zusätzlich die Möglichkeit, auch schneller ein Impfstoffangebot zu bekommen. Und das wird nicht der Fall sein. Bald dürften also noch mehr Interessierte um den immer noch knappen Impfstoff konkurrieren. Für die FDP ein weiterer Beweis für das schlechte Impfstoffmanagement. Herr Spahn hat den Mund sehr voll genommen, aber jetzt hat der Impfgipfel ergeben, dass nicht geliefert werden kann. Das zentrale Thema der Bundesregierung bleibt also, genügend ausreichend Impfstoff für alle zu beschaffen. Deutschland krempelt die Ärmel hoch. Das geht eben nur, wenn alle anderen es auch tun. Vor allem die Impfstoffhersteller und die politisch Verantwortlichen. Und wir wollen das, was da gestern beschlossen und auch nicht beschlossen wurde, einordnen mit meiner Kollegin im Hauptstadtstudio, Nicole Konert. Frau Konert, auch wenn sich Jugendliche und Kinder impfen lassen können, die Nachfrage beim Impfstoff ist ja immer noch größer als das Angebot. Was bedeutet das also für die jungen Menschen ab 12 Jahren? Ja, für die jungen Menschen ab 12 Jahren bedeutet das eigentlich, dass sie sich erst mal hinten anstellen müssen. Und im Moment ist es ja auch so, dass in den Impfzentren jetzt ja auch schon die Termine für Juni ausgebucht sind. Also dort werden höchstwahrscheinlich Kinder und Jugendliche, wenn dann der Impfstoff für sie zugelassen ist, die Entscheidung wird ja heute erwartet, dann können sie sich höchstwahrscheinlich hinten beim Impfzentrum anstellen und gucken, ob sie da überhaupt einen Termin gehen. Es wird wahrscheinlich bei den Hausärzten landen, dass die Hausärzte gucken müssen, bekommen sie ausreichend Impfstoff. Und auch um Kinder und Jugendliche zu impfen. Und dann müssen sie tatsächlich gucken, wer ist als erstes dran, wen sind es die Kinder und Jugendliche, sind es dann doch die Älteren. Also da wird dann eine Umverteilung in den Hausarztpraxen stattfinden. Und die Kinder und Jugendlichen müssen dann erstmal warten. Wie geht man denn mit der angekündigten Reaktion der STIKO, der Ständigen Impfkommission, um? Die zeigt sich ja eher skeptisch beim Thema Impfen aller Kinder und Jugendlichen. Ja, der politische Wille ist eigentlich da. Man möchte eigentlich den Kindern und Jugendlichen dieses Impfangebot machen. Und da wartet man auch nicht wirklich die Empfehlung der STIKO ab, sondern tatsächlich die Empfehlung und die Zulassung der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA. Helge Braun hat uns heute Morgen auch noch mal im Interview gesagt, wenn die das zulassen, dann ist es auch sicher und dann kann man es den Kindern und Jugendlichen auch anbieten. Es besteht aber keine Impfpflicht, also sie müssen das nicht machen. Aber man kann es durchaus den Eltern und den Kindern nahebringen, dass sie sich damit impfen lassen, weil wenn die Behörde es zulässt, dann sei es auch sicher. Wie reagieren denn dann jetzt die Länder? Ist das eine einheitliche Vorgehensweise da? Ja, die Länder waren jetzt teilweise auch richtig enttäuscht. Es gab Niedersachsen, der Ministerpräsident hatte schon so einen richtigen Plan vorgelegt, wie er Kinder und Jugendliche impfen möchte und ist auch davon ausgegangen, dass es für diesen Plan auch zusätzlichen Impfstoff geben könnte für Kinder und Jugendliche. Und über dieses Zusätzliche hat man sich gestern dann auch tatsächlich gestritten. Es gab da Irritationen, hieß es im Nachhinein. Was heißt denn eigentlich zusätzlich? Und klar war eigentlich, es wird keinen zusätzlichen Impfstoff geben, sondern es muss eine Umverteilung geben. Und jetzt sind die Länder gefragt, wie werden sie es denn tatsächlich organisieren? Also wenn es die Hausarztpraxen jetzt machen, wird man tatsächlich in der Schule impfen? Überlegt man sich doch noch mal was anderes? Also jetzt liegt der Ball wieder bei den Ländern, die schauen müssen, wie sie die neue Gruppe für 12- bis 16-Jährige, wie die jetzt tatsächlich geimpft werden können.
Wenn es nicht mehr Vakzin gibt, wie muss man sich das dann vorstellen? Wie steht es um die Lieferung der Impfstoffe? Einige Bundesländer, die hatten ja schon im Vorfeld beklagt, zu wenig bekommen zu haben. Genau, also Hamburg hatte sich beschwert, dass sie prozentual zu wenig Impfstoff bekommen haben. Da gab es dann gestern auch Diskussionen. Es wurde ein Ausgleich versprochen. Also die, die jetzt schon zu wenig geliefert bekommen haben, kriegen dann tatsächlich jetzt wieder mehr Impfstoff. Aber ja, es wird jetzt geschaut, wie wird tatsächlich Impfstoff geliefert. Es gab es auch schon eine Meldung, dass Johnson & Johnson Schwierigkeiten hat, tatsächlich wegen möglichen Verunreinigungen Impfstoff zu liefern. Bei BioNTech gab es vor ein paar Tagen auch ein Problem. Es wurde aber gesagt, man kann die Lieferungen an den Lieferungen festhalten. Also man ist angewiesen jetzt auf die Hersteller. Aber es gab jetzt von Kanzleramtsminister Braun heute Morgen auch nochmal das Versprechen, dass bis September eigentlich allen ein Impfangebot gemacht werden kann. Das sei realistisch und es wäre dann auch, so viel Impfstoff wäre dann auch bis September da, dass alle theoretisch einmal ein Angebot bekommen. Nicole Konert, vielen Dank nach Berlin. Schauen wir jetzt nochmal auf die Diskussion, ob Kinder und Jugendliche geimpft werden sollten. Die einen argumentieren ja, dass geimpfte Schülerinnen und Schüler auch ihre Eltern vor Infektionen schützen. Die anderen halten dagegen, dass Kinder von einer Corona-Infektion im Regelfall selbst wenig zu befürchten haben, dass aber die möglichen Nebenwirkungen einer Impfung bei ihnen noch zu wenig erforscht seien. Die Ständige Impfkommission STIKO hat deswegen angedeutet, dass sie keine generelle Impfempfehlung für Kinder aussprechen will. Anders läuft das zum Beispiel in den USA. Hier gibt es die Spritze für Kinder schon seit längerem. Sie können sich schon impfen lassen. 4 Millionen Kinder zwischen 12 und 16 Jahren sind in den USA inzwischen geimpft. You did it! Bisher nur mit dem Impfstoff von BioNTech/Pfizer. Der scheint bei Kindern und Jugendlichen sehr gut zu wirken. Keines der mehr als 1000 Kinder, die für die Zulassungsstudie geimpft wurden, ist bisher an Covid-19 erkrankt. Ich warte auf diesen Moment so lange. Ich möchte einfach zurück zur Normalität. Ich bin sehr glücklich, habe nicht gezögert. Studien für noch jüngere Kinder, sogar für Säuglinge, laufen derzeit, auch von anderen Herstellern. Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir am Ende diesen Jahres oder im ersten Quartal 2022 genug Informationen haben, um Kinder aller Altersgruppen zu impfen. Deutschland wartet unter anderem noch die Entscheidung der Europäischen Arzneimittelagentur EMA ab. Viele Kinderärzte sind skeptisch, die Datenlage noch zu dünn. Für die Zulassungsstudie sind ca. 1100 Kinder herangezogen worden, 1100 Kinderimpfungen. Das ist sicherlich eine Zahl, die selbst häufige Nebenwirkungen noch nicht sicher untersuchen lässt. Zudem müsse man Kosten und Nutzen bei Kindern noch stärker abwägen als bei Erwachsenen. Wir haben sehr wenig schwer erkrankte oder gar sehr schwer erkrankte Kinder. Wir haben sehr wenig Folge- und Nebenwirkungen, Langzeitwirkungen durch Covid. Und daher ist der Nutzen für die Kinder sehr gering. Eine Impfempfehlung für Kinder mit schweren Vorerkrankungen halten viele jedoch für sinnvoll. In dieser Praxis werden schon Kinder ab 16 Jahren geimpft, die besonders gefährdet sind. Der Eigenschutz, für den Deutschen Ethikrat das wichtigste Argument. Hinzu kommt noch der Gruppenschutz, also dass sich Kinder untereinander schützen, beispielsweise die Schule dadurch natürlich auch sicherer wird, mehr Freiheit, mehr Leben möglich wird. Aber die breite Masse an Schülern solle nicht vor den Älteren geimpft werden. Schülervertreter in Hamburg sagen, die Impfbereitschaft bei Jugendlichen sei hoch. Nach den anderthalb Jahren Pandemie wollen alle wirklich, dass es aufhört und dass es vorbei ist und freuen sich deswegen auf eine Impfung. Und das Vertrauen in die Mediziner und die Ärzte ist da wirklich groß. Doch die Ständige Impfkommission bleibt skeptisch. Eine allgemeine Impfempfehlung für alle Kinder werde es in naher Zukunft wohl nicht geben. Vertiefen wollen wir das mit unserer Wissenschaftsredakteurin Anja Martini. Anja, heute soll die EMA also den ersten Impfstoff für Kinder und Jugendliche freigeben. Sehr wahrscheinlich ist es zumindest. Was bedeutet das dann für uns? Also wenn die EMA diesen Impfstoff, damit rechnet man heute Nachmittag, wirklich freigibt, dann bedeutet das also, dass in Europa Kinder im Alter von 12 bis 15 mit dem Impfstoff von BioNTech und Pfizer geimpft werden dürfen und dass dieser Impfstoff nach Ansicht der EMA so sicher ist, dass Kinder ihn vertragen, dass es also kaum Nebenwirkungen gibt und dass die Dosierung richtig ausgesetzt oder richtig beantragt wurde und richtig gemacht wird und dass Kinder eben halt einen Schutz haben können gegen diese Coronaviren.
Die Ständige Impfkommission würde dann ja in ein paar Tagen später dann eine Empfehlung abgeben. Die ist aber offenbar skeptisch. Warum eigentlich? Die Ständige Impfkommission sagt, dass die Ergebnisse, die im Moment vorliegen, noch nicht ausreichen. Das bedeutet, dass sie auf die Studie geguckt haben. Das sind auch genau die Zahlen, die im Moment bei der EMA vorliegen. Die lagen auch in Amerika zu, wo auch in den USA vor, wo sozusagen dieser Impfstoff auch schon an Kinder verimpft wird. Aber die STIKO hier sagt, dass die Zahlen, die im Moment vorhanden sind, nicht ausreichen. Wenn man auf diese Studie guckt, da sind etwa 2200 Kinder geimpft worden. Und das heißt, dass die eine Hälfte dieser Kinder haben ein Placebo bekommen und die andere Hälfte, die haben diesen Impfstoff bekommen. Und das heißt, gut 1000 Kinder hatten diesen Impfstoff. Und an gut 1000 Kindern wurde jetzt also geguckt, ist die Dosierung richtig, haben die Nebenwirkungen gehabt, hat die Einstichstelle wehgetan, ist ihnen vielleicht übel geworden, hatten sie Kopfschmerzen, was für Nebenwirkungen hat es gegeben? Und da sagt die STIKO, diese Zahlen reichen uns eigentlich nicht aus. 1000 Kinder sind nicht genug, um herauszufinden, wie das Immunsystem auf längere Zeit reagiert, ob es vielleicht doch Nebenwirkungen gibt, die sehr selten vorkommen. Und dann reicht eben die Zahl von 1000 nicht aus. Wir haben das bei dem Impfstoff von AstraZeneca gesehen. Da sind erst nach ganz vielen Impfungen diese Hirnvenenthrombosen aufgetreten als sehr, sehr seltene Nebenwirkungen. Und jetzt sagt die STIKO, man möchte noch ein bisschen abwarten, bis mehr Kinder geimpft sind, bis mehr Daten sozusagen vorhanden sind, um dann wirklich ein abschließendes Ergebnis zu haben. Das heißt, das ist also für die STIKO ein laufender Prozess. Weiß man denn schon konkret, Sie haben schon etwas angedeutet, welche Nebenwirkungen da auftreten können? Also das, was diese Daten sagen und das, was man bisher weiß, da sieht es so aus, dass es kaum Nebenwirkungen gegeben hat. Das, was ich gerade sagte, also die Einstichstelle tut weh oder die hatten mal Kopfschmerzen oder denen war vielleicht auch mal übel und müde vor allem. Sowas kam vor, aber es hat keine gravierenden Nebenwirkungen gegeben. Das ist das, was man bisher aus den Zahlen, Daten und Fakten, die Hersteller uns geben, also die in dem Fall von BioNTech, Pfizer kommen, herausgekommen sind. Also es gibt keine wirklich beängstigenden Nebenwirkungen. Es gibt aber momentan auch Studien, die dazu durchgeführt werden, oder? Genau, es gibt ja schon Länder, die impfen in den USA. Wir haben es gerade in dem Beitrag auch schon gesehen. Da wird schon geimpft und auch schon seit ein paar Wochen und auch in Kanada wird geimpft. Und das, was die Wissenschaftler und die Forscherinnen und Forscher jetzt tun, ist, dass sie genau hingucken, was passiert mit diesen Kindern und sehr akribisch alles aufschreiben, was passiert. Und da gibt es jetzt die ersten zusammenfassenden Studien und da heißt es, dass der Impfstoff für die Kinder sehr gut verträglich ist und auch wirklich sehr gut wirkt bei Kindern. Wenn die STIKO keine allgemeine Impfempfehlung herausgibt, was bedeutet das dann für die Eltern und die Kinder bei uns in Deutschland? Das würde bedeuten, dass die STIKO wahrscheinlich erst einmal sagt, bitte Kinder, die krank sind, die wirklich chronische Erkrankungen haben, die Vorerkrankungen haben, die gefährdet sind, dass sie einen Verlauf von einer Covid-19-Erkrankung bekommen, der schwerer ist. Diese Kinder müssen zuerst geimpft werden. Und die werden dann sicherlich auch mit Beratung und Betreuung durch den Hausarzt oder durch einen Kinderarzt zuerst geimpft werden. Und danach ist es aber den Eltern freigestellt, natürlich für alle anderen Kinder, hinzugehen zum Kinderarzt, zum Hausarzt, zu sagen, bitte, wie sieht es aus? Kann ich mein Kind impfen lassen? Ja oder nein? Das heißt, es ist dann kein Verbot. Die Eltern können entscheiden, möchte ich, dass mein Kind geimpft wird? Und die Kinder, wenn sie älter sind, haben natürlich auch ein Mitspracherecht. Und dann gibt es die Beratung durch den jeweiligen Arzt oder die jeweilige Ärztin. Lassen Sie uns den Blick noch mal kurz weiten. Wie ist denn die Lage bei den Impfstoffen momentan bei uns in Deutschland? Im Moment ist die Lage bei den Impfstoffen so, dass wenn wir auf die Lieferungen schauen, dass die Lieferengpässe, von denen immer wieder gesprochen wurde, dass die sich jetzt langsam wieder, ich würde sagen, fast legen. Es gibt immer wieder Meldungen, BioNTech, Pfizer hatte jetzt noch ein Problem mit Lieferungen und dann gibt es hier nochmal eine oder da nochmal ein Lieferproblem. Aber insgesamt sieht es so aus, dass die Impfstofflieferungen, die kommen in den nächsten Wochen immer mehr werden und dass sie auch breiter verteilt werden. Also die Hausärztinnen und Hausärzte impfen mit, die Betriebsärztinnen und Betriebsärzte werden irgendwann mit einsteigen, sodass es also immer mehr werden wird. Fachärztinnen und Fachärzte sind dabei und eben auch die Impfzentren sind noch immer da, sodass also diese Lage ganz gut ist und es weiterhin genügend Impfstoff geben wird. Und die Bundeskanzlerin sagte es gestern auch in einem Gespräch, wenn man auf die nächsten Wochen und die Lieferungen schaut, dann dürfte es eigentlich kein Problem sein, auch zum Beispiel die Jugendlichen in den nächsten Monaten mitzuimpfen und wirklich bis zum Sommer, so hatte sie es immer gesagt, allen ein Impfangebot zu machen. Anja Martini, danke für diese Informationen. Gerne. Sollen Kinder ab 12 Jahren und Jugendliche jetzt also möglichst schnell geimpft werden? Oder lieber doch nicht? Da gehen die Meinungen auseinander. Pro und Contra. Hier jetzt die Ansichten von Jacqueline Dreihaupt vom Hessischen und Lisa Weitemeier vom Westdeutschen Rundfunk. Na klar sollten Jugendliche ab 12 Jahren ein Impfangebot erhalten.
Auch wenn wir inzwischen wissen, dass Kinder nur selten schwer an Covid-19 erkranken, angesichts der unerforschten Langzeitfolgen können Kinder und Eltern aufatmen. Im Rahmen erster Studien bei Kindern hat sich die Impfung als wirksam und unproblematisch erwiesen. Andere Länder sind schon vorgeprescht. Worauf also warten? Die STIKO will erst klären, wie nötig die Impfung für den persönlichen Gesundheitsschutz wirklich ist. Wie bitte? Natürlich ist sie nötig, weil Gesundheit immer und gerade in der Pubertät mehr ist als nur das körperliche Wohl. Was ist mit der seelischen, der sozialen Gesundheit? Die Jugendlichen haben in den vergangenen 15 Monaten einen hohen Preis bezahlt, haben alle Maßnahmen klaglos mitgetragen aus Solidarität mit ihren Großeltern. Sie sind jetzt einfach auch mal dran. Deshalb ist eine schnelle Impfstrategie für Jugendliche notwendig. Natürlich sollen nur die geimpft werden, die es auch wollen. Es ist eine sehr persönliche Entscheidung. Unsere Tochter ist 13. Sie will sich impfen lassen. Klar, weil sie sich nach Normalität sehnt, aber auch weil sie, wenn sie geimpft ist, keine Gefahr mehr für andere darstellt. Das nimmt eine große Last von ihr, sagt sie. Es gibt viele Argumente dafür, Kinder und Jugendliche jetzt schnell zu impfen. Aber Kinderimpfungen müssen vor allem eins haben, einen medizinischen Vorteil für die Kinder selbst. Und wie groß der ist, ist zurzeit eben noch fraglich. Gesunde Kinder sind durch Covid kaum gefährdet. Und ja, es gibt Komplikationen, aber die sind Stand jetzt selten. Gerade deshalb muss klar sein, dass das Risiko für Kinder durch die Impfung sehr, sehr gering ist. Nur ist die Datenlage dazu noch ziemlich dünn. Immer wieder hieß es in dieser Pandemie, Kinder haben Priorität. Danach gehandelt wurde selten. Wenn die Politik jetzt auf die Impfung von Kindern drängt, dann klingt das deshalb erstmal gut. Es ist aber eben auch nur die Lösung, die für uns Erwachsene am angenehmsten ist. Denn das Risiko für Kinder und Jugendliche ließe sich erst einmal auch anders senken. Wir nutzen die Impfdosen jetzt, um so viele Erwachsene wie möglich zu impfen. Denn auch das schützt die Jüngeren. Weniger Virus, weniger Infektionen. Also Eltern beim Impfen vorziehen, die Inzidenzen so gering wie möglich halten. Kinder könnten dann verstärkt im Herbst geimpft werden, wenn mehr und bessere Daten vorliegen. So würden wir Kinder haben Priorität zum ersten Mal in dieser Pandemie wirklich ernst nehmen.